Heute, was geht ab, Leutonge? Ihr wisst eh schon, worüber die ganze Welt, vielleicht nicht die ganze Welt, aber alle Pokémon-Spieler heute geredet haben. Und zwar Deoxys nächster X-Raid-Boss. Es haben gestern Abend ein paar Spieler diese Push-Benachrichtigung bekommen. In der Stand, Moment, hier könnt ihr sehen, dass das mythische Psycho-Pokémon Deoxys zu den X-Raid-Battles kommt. Das hatten ursprünglich nur ein paar bekommen, dementsprechend konnte man sich nicht ganz sicher sein. Aber inzwischen hat es beinahe jeder bekommen. Ich habe es auch auf meinem Handy bekommen, die Benachrichtigung. Und ja, Deoxys, nächster X-Raid-Boss. Wann die X-Raids wieder beginnen, das weiß man noch nicht. Vielleicht nach den Mewtwo-Raids, vielleicht währenddessen. Wir werden es sehen. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, jetzt wieder anzufangen mit dem Triggern. Es wurde ja schon sehr lange spekuliert, dass Deoxys der nächste X-Raid-Boss wird. Dachte ich natürlich auch. Aber dann habe ich halt gehört, ich kenne mich ja nicht so gut aus, dass Deoxys ein mythisches Pokémon ist. Und hier steht es auch, mythisches Pokémon Deoxys. Und mythische Pokémon kommen ja eigentlich, so wie Celebi und Mew, nur in den Quests. Aber anscheinend, hier Deoxys eine Ausnahme, wird der nächste X-Raid-Boss. Deoxys ist sehr besonders, hat vier Formen. Und die können wir uns hier mal genau anschauen. Und auch eine kleine Statistik, also das Pokémon Go-Hub. Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr das auch genauer anschauen wollt. Da sehen wir zum Beispiel Mewtwo. Basisangriffswert von 300. Max CP 3982. So im Vergleich, Psyana 261, Simsala 271 und jetzt hat Deoxys vier Formen, Angriff, Verteidigung, Speed und Normal. Und ja, sowohl Angriff als auch der Normale haben einen höheren Angriffswert als Mewtwo. Aber dafür sind halt die anderen Werte ziemlich schlecht, ihr könnt es auch an den Max WP sehen. Die Defense Form kommt nicht mal über 2000, das ist schon heftig. Wir werden ja herausfinden, was er so kann, welche Attacken. Und wie gut er in Realität, in der Praxis sein wird. Meine Meinung. Alter, ich habe heute den ganzen Tag so viele Nachrichten bekommen. Was ich davon halte, dass Deoxys jetzt kommt. Ja, was soll ich davon halten? Das ist eine geile Sache. X-Raids gehen weiter. Ja, mal schauen, wie es in nächster Zeit so mit der Begeisterung, Motivation bezüglich X-Raids so sein wird. Jetzt, wo der eine Monat Mewtwo-Raids angekündigt wurde. Da haben alle eigentlich ziemlich bisschen rumgeholt, zwecks X-Raids, dass die da nicht mehr so aktiv sein werden. Aber ich denke, wenn das neue Pokémon, wenn Deoxys kommen wird, dass dann jeder direkt wieder begeistert ist. Ist meistens eigentlich so. Eine Neuigkeit gibt es natürlich auch, ist schon ein bisschen länger her, dass man X-Raid-Pässe dann demnächst auch teilen kann. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob es abgeben ist, an einen anderen Spieler abgeben oder einen anderen Spieler mit einladen. Das war, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ich glaube, das war noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das mit den X-Raids geht noch weiter. Und es gibt noch eine Neuigkeit. Und zwar, der nächste C-Day ist bekannt. Jetzt nach Indivier am Samstag. Und zwar ist es Tane, beziehungsweise Metagross. Wurde jetzt irgendwie irgendwo gehackt und gefunden. In irgendeinem Code. Irgendwo auf der Pokémon Go, Niantic-Seite. Es wurde ja vor geraumer Zeit eine Attacke gefunden. Und zwar Meteormash. Und viele haben dann gemeint, das ist die perfekte C-Day-Attacke für Metagross. Sprich Tane als C-Day-Pokémon. Und ja, jetzt wurde das Bild entdeckt auf der Seite irgendwie. Was aber immer noch nicht heißt, dass es bestätigt ist, weil sicher ist es erst, wenn Niantic es ankündigt. Also Tane, richtig geil, ich freue mich auf jeden Fall auf diesen C-Day. Und natürlich auf Deoxys, Triggern geht weiter. Nächste Runde, ich bin bereit, ich bin am Start. Eure Meinung unten in die Kommentare. Das war's erstmal von mir. Ich gehe, glaube ich, jetzt demnächst live, aber immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.